Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier back to einer neuen Reaction. Wir reagieren heute auf Jakob Rätsel, der hat nämlich ein Video zu Schürke hochgeladen und das kümmern wir uns natürlich heute. Ne? Heute ziehen wir hier durch. Seht sie euch an, die Kleine, das kann ich leiser machen. Wird zerstreut und ganz speziell. Hey Leute, heute reden wir über eine ganz besondere Person. Ja, das hat er bei mir aufgenommen. Das hört man auch direkt, dass die Qualität viel, viel krasser ist als vorher. Ne? Ich nochmal erwähnen. Die durch ihre verwirrten Aussagen einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen hat. Dabei werden wir heute Zeuge von so hartem Schwurbel ihrerseits, dass es schon beinahe beängstigend ist. Es geht um die Feministin unseres Vertrauens und Gamerin des Jahres. Danke nochmal an die Jury, die Shoyoka den Preis gegeben hat. Dabei werden wir erörtern, warum sie gefühlt alles und jeden, inklusive Leute, die auf tierische Produkte verzichten, für rechts hält, warum ihre Aussagen innerhalb weniger Tage sehr, sehr schlecht altern, sie aber anstatt das einzusehen, lieber ignorant und lächelnd in den nächsten Shitstorm läuft. Welche krassen Gemeinsamkeiten sie mit Robin Hood hat und warum sie einen Academy Award für die beste Opferrolle verdient hat. Ich bin schon mit Glasknochen geboren worden. Jeden Morgen brechen. Warum hab ich den Clip nicht benutzt, Digga? Der liegt ja auf der Hand. Ich schmier ein Bein und jeden Nachmittag einen Arm. Und nachts leide ich unter Schmerzen, bis mich meine Herzattacken einschlafen lassen. Wir starten rein mit den Neuigkeiten, denn wie sich herausstellt, schreibt Shoyoka einmal im Monat eine Kolumne über ihre Hirngespinste. Ist nur die Wiener Zeitung. Sind das die, die geschrieben haben, dass Veganer rechts sind? Ist von Shoyoka geschrieben. Ach, ihr verarscht mich. Das ist jetzt eine Verarschung. Wir verarschen dich nicht, Dekadent. Der ist wirklich von ihr. Und nein, keiner kann dieses Mädel wirklich verstehen. Mein ganzes Dorf ist ratlos bei der. Mit so manchem weiten Blick. Und ihr Buch findet sie schick. So ein Rätsel für uns alle, diese Welt. Aber die einzigen, die heftig verarscht werden. Ich verstehe es halt auch Real Talk nicht, wie die an so eine Kolumne in der Berliner Zeitung, wollte ich schon sagen, in der Wiener Zeitung kommt. Also wir leben in einer ganz, ganz komischen Zeit. Also jetzt so kein Front an Shoyoka oder so, aber die macht ja wirklich keinen guten Content. Viele ihrer Aussagen sind komplett Müll und die Wiener Zeitung denkt sich so, ey, hast du überhaupt keine Kolumne zu schreiben einmal im Monat? Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie die an diesen Job kommt. Wirklich, das macht für mich gar keinen Sinn. Sind eigentlich nur die Wiener Zeitung. Imagine, die überweist Shoyoka Geld, also ich gehe mal davon aus, dass sie dafür Geld bekommt, damit sie euch erklärt, wie marginalisiert sie ist. Denn obwohl ich seit über 10 Jahren geoutet bin, fühlte ich mich eine lange Zeit nicht quer genug, um mich als Teil der LGBTQ-Community zu verstehen und habe mich darauf beschränkt, mich Ally zu nennen. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Ich verweise mal kurz auf folgenden Artikel. Bipan und asexuelle Personen, sie sieht sich übrigens als pansexuell, kommen wir gleich noch zu, stehen innerhalb der queeren Community oft nur am Rand. Sie fühlen sich nicht wahr und ernst genommen und erfahren auch in LGBTQ-Räumen häufig Ausgrenzung. Ach, ich liebe alles daran. Shoyoka schafft es sich sogar opferrollmäßig von diskriminierten Gruppen diskriminieren zu lassen. Sich also quasi unter Gruppen, die marginalisiert sind, unter zu marginalisieren. Nein! Ja, es ist halt wirklich so dumm. Man muss sich das mal wirklich überlegen. Also, ich glaube, sie hat eigentlich gesagt, dass sie bisexuell ist, auf jeden Fall, ne? Das hatte ich auf jeden Fall in meinem Video so. Und das B in LGBTQ steht für bisexuell und sie schreibt in ihren Artikel, ach, bin ich überhaupt queer genug, um mich als Teil der LGBTQ-Szene zu sehen? Also, Digga, es ist so lächerlich, selbst da, selbst da schafft sie es, sich in die Opferrolle zu stellen. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie geht das? Wie geht das? Also selbst bei sowas schafft sie es, sich in die Opferrolle. Das ist irgendwie, ihr ganzes Leben besteht aus dem Suchen, wo kann ich jetzt irgendwie Mitleid erregen, weil ich ja irgendwo ganz doof dastehe. Ey, es ist wirklich krass. Au. Also spätestens jetzt sollte das ganze Dorf wissen. Hinter der Fassade ist sie fürchtlich ziemlich fad. Und in keiner Weise gleicht sie uns. Wer wagt denn den Vergleich mit uns? In keiner Weise gleicht sie uns. Ich kenne den Film nicht, aber der sieht absolut wack aus, No Front. Aber wie geht denn der Artikel weiter, in dem uns erklärt wird, wie opferrollmäßig sie unterwegs ist? Eine weiße, pansexuelle Polycis-Frau, die die meiste Zeit in heteronormativen Beziehungen lebt, der sieht man das Quersein nicht an. Können wir das nochmal kurz aufgreifen? Ja, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen pansexuell und bisexuell? Also pansexuell heißt ja eigentlich, dass dir das Geschlecht egal ist, du achtest nur auf den Menschen. Und bisexuell heißt, dass du auf beide Geschlechter stehst. Also das ist doch eigentlich das Gleiche, oder sehe ich das irgendwie... Also es gibt ja wahrscheinlich einen Unterschied, den könnt ihr reinschreiben. Weiße, pansexuelle, poly, cis, Frau. Nice.
Das Pansexuell steht dabei dafür, dass sie sich potenziell von allen Geschlechteridentitäten angezogen fühlt. In ihrer Welt, wo es also mutmaßlich 190 Geschlechter gibt, okay, was hat denn der da weggemacht? Inkludiert dies natürlich auch die Genderfüchse, Hunde und Wölfe. Selbst wenn sie jetzt spüren würden, dass ich ein Wolf bin, heißt es ja nicht, dass sie mich direkt akzeptieren. Hey. Versuch mit dir zu reden. Verpiss dich, du Hurensohn! Das Poli hingegen sagt, dass sie gerne mit mehreren gleichzeitig Beziehungen führt, sich quasi eher weniger auf einen Partner beschränkt. Ey Leute, jetzt mal ernsthaft. Wenn bei ja, das habe ich gemerkt, so viele Influencer, wie dich zerstört haben. Irgendwann nicht mal läuft, ich habe so Bock auf ihr Onlyfans. Das wird ein ganzer Zoo werden, sage ich euch. Und Freiraum ist hoffentlich auch dabei. Oder wird gevögelt, bis der Arzt kommt. Ne, Jay. Bei dem Joke bin ich raus. Mit der habe ich mich übrigens letztlich getroffen und die hat erschreckende Dinge mit mir in der Küche angestellt. Jetzt mal ehrlich, die Karriere als Journalistin von Shoyoka als Carla Kolumna ist durchaus bemerkenswert. Das musst du erstmal schaffen, als linksradikale Person Kontra von einem Dekadent zu bekommen. Normalerweise könnte Shoyoka wahrscheinlich Waisenkinder anspucken. Das ist halt, also das wäre auch so der Moment, glaube ich, wo ich mir wirklich so Gedanken mache. Also Shoyoka hat bis auf Freiraum Reh und halt ein paar Leute, die halt in ihrer Community sind, ja per se halt niemanden, der jetzt so wirklich hinter ihr steht. Also macht man sich da nicht wirklich Gedanken, wenn Leute, die eigentlich von der Grundmeinung her die gleiche Einstellung haben wie du, wie zum Beispiel ein Dekadent, der ja auch super krass links ist, wenn selbst die dich verachten oder dich nicht feiern, also macht man sich da nicht irgendwann Gedanken, was man falsch macht. Ich habe halt Real Talk noch nicht einmal mitbekommen, dass Shoyoka auch nur ein einziges Mal gesagt hat, ja, okay, safe, da habe ich vielleicht ein bisschen falsch gehandelt, tut mir leid. Und Dekadent würde einen Grund finden, das irgendwie gut zu framen, Hashtag Soli für Shoyoka posten und das Waisenkind zu einem Stream-Talk einladen, um ihm ins Gesicht zu sagen, was bist du für ein Arschloch? Das muss man sich aber mal zu Gemüte führen. Allein die Überschrift sind Veganer rechts ist so weit weg von der Realität, dass selbst Dekadent den Schuss hört und aufruft, sie dafür zu kritisieren. Artikel geschrieben wird, der Vegan, der die Frage beantwortet, ob Veganismus rechts ist. Stay verteidigt Shoyoka öfters in Streams, aber was hat das mit mir zu tun? Also der reagiert ja nicht auf meine Videos, oder? Hey, in dem Fall würde ich sogar sagen, go for it. Ich glaube langsam, Shoyoka macht das extra, weil immer wenn sie in etwas besonders schlecht ist, gewinnt sie dafür einen Preis. Und wenn man sie dann dafür kritisiert, dann ist man halt frauenfeindlich, logisch. Ja, das Ding ist halt auch, also ich habe auch langsam das Gefühl, dass die gehatet werden möchte, weil es gibt zum Beispiel auch, diesen Ausschnitt hier, wartet mal, hier, Shoyoka will doch kritisiert werden, aber ich habe ja natürlich hier gepostet. Kann ich das zeigen? Nicht, dass hier so irgendwas ist, auf Twitter weiß man nie. Ja, und zwar dieser Durden oder wie der heißt, hat er geschrieben, so die Rangliste ist stark zu kritisieren, Mel und Vanessa machen Content, der deutlich gegen die Richtlinien der Plattform verstößt, weil es gibt hier so die Streamerin der Woche und Mello und Vanessa sind da halt drin, ne? Ich habe da ja schon ein Video zu gemacht gehabt und Shoyoka kommentiert, wir fordern, by the way, gerade, dass Streamerinnen, die sexpositive Arbeit auf Twitch machen, aus den Statistiken der Top-Streamerin der Woche gestrichen werden, weil es unfair den Frauen gegenüber ist, die richtig arbeiten. Das musst du dir mal überlegen. Die Kritik daran ist ja nicht, dass normale Streamerinnen richtig arbeiten, sondern dass sie halt gegen die Richtlinie verstoßen und laut den Richtlinien gesperrt werden müssen. Und ich glaube, Vanessa wurde jetzt sogar gesperrt, habe ich mir zumindest einen Zuschauer geschrieben, weiß ich nicht. Aber die einfach fröhlich ihren Content machen dürfen. Und selbst da, selbst bei sowas, versucht Shoyoka das Ganze noch zu verteidigen. Digga, also jetzt mal wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also du kannst mir doch Real Talk nicht sagen, dass Shoyoka das nicht absichtlich macht. Also ich habe langsam wirklich das Gefühl, Shoyoka möchte einfach anecken, weil ich glaube, vielleicht hat die auch selber, vielleicht verdient die auch seit dem Hate mehr. Vielleicht gibt es einige Zuschauer in ihrer Community, die sich quasi so sagen, oh, die wird so krass gehatet und macht trotzdem ihr Ding, der spende ich jetzt 50% meiner Einnahmen, die ich so verdiene. Weil ich kann mir das nicht anders erklären. Also die bringt ja ein L-Take nach dem anderen, egal bei welchem Thema. Es ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, okay, hier hat sie mal eine coole Meinung, sondern immer, sie labert immer nur so verblendeten Müll. Ich verstehe es nicht, wirklich, ich verstehe es halt überhaupt nicht. Logischerweise. Ich bin eine Frau. Wenn ich als Frau einen Preis gewinne und Männer sind davon überzeugt, dass ich den Preis nicht haben sollte, dann gehen meine Zahlen nicht hoch, sondern man startet eine 10-monatige Kampagne, um mich zu zerstören. Genau. Absolut. Oh, du bekommst Hate, weil du den Preis gewonnen hast und nicht in etwa, weil du ständig dämliche Aussagen bringst. Das ist mir auch unerklärlich, warum es bei dir nach jeder Aussage einfach nur bergab geht. Ja, ich weiß, also ich hasse so Ferndiagnosen und so, ne, ihr kennt mich, aber ich habe auch das Gefühl, sie könnte ein bisschen narzisstisch sein. Ja, weiß man nicht. Aber es wirkt halt so, ne? Nie Fehler einsehen, immer wenn sie Kritik bekommen, von sich selber weglenken. Die anderen haben immer Schuld. Also da sind ja theoretisch schon Punkte, wo man halt sagen muss, dass
Dass er schon irgendwie so in die Richtung geht auf jeden Fall. Ne? Das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. Ich bin eine Frau. Das ist einfach nur highly beängstigend. Ihr Statement zu der Kritik zum Artikel killt dann natürlich wieder alles, sodass wir hier gar nicht drum herum kommen, es nicht auseinanderzunehmen. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Mitbekommen haben seit Monaten danke für den Diffamierungskampagnen gegen mich laufen und einzelne Sätze und einzelne Worte von mir aus dem Kontext gerissen und dann auf TikTok hochgeladen werden in neuen Kontexten mit Unterstellungen, die ich nie geäußert habe. Ach so, ja, sorry. Hast ja Skyros nie unterstellt, dass er dich auf der Gamescom sexuell belästigt hat, dass er dir ins Dekolleté gefilmt hat und dich dazu aufgefordert hat, Brüste zu zeigen für Klicks und ihm unterstellt, dass er das auch mit anderen Frauen gemacht hat, hast er sicherlich auch nicht, ne? Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen. Das muss er erstmal in Richter feststellen, ne? Wie unser guter alter Freund Dara das ja auch richtig festgestellt hat, ne? Man weiß es ja gar nicht. Zur Belästigung von irgendwelchen Influencerinnen, inklusive mir, auf der Gamescom in den vergangenen Jahren. Ja, aber selbst wenn, du hast ja recht, man muss die Aussagen einfach nur in einem anderen Kontext sehen. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam verstanden. Ich meine, es kann ja auch gut sein, dass dieser Tweet als Kompliment gemeint war. Nach dem Motto, Skyros ist ein klasse Typ, der gibt Frauen und ihren Brüsten eine Plattform auf der Gamescom. So macht man das in einer Demokratie. Und wir Idioten und toxischen Männer dachten alle, Shoyoka bringt einfach nur unfassbar dämliche Takes, die sehr schlecht altern. Why didn't I flinch? Verdammt, Leute. Ich habe überhaupt nichts zu essen zu Hause, also wirklich gar nichts. Wollte bei Flaschenpost bestellen, das geht genau bis 20 Uhr, jetzt ist es 19.59 Uhr, verdammt. Wir waren ja im Urlaub. Aber sie ziehen sie einfach nur aus dem Kontext und sie wird ständig missverstanden. Sie tut doch eigentlich gar nichts. Why is he looking at me like that? What's up, little bud? You got a staring problem, pal? Like what, dude? He's just looking at you, he's a baby. He's just look at his face. Dumb little face. Stop. Yo, Zan, get your boy, dog. Hey. Weiter geht's mit dem Statement. Ja, also wie gesagt, das ist ja auch das Ding bei Shoyoka, ne, dass sie halt nie auch nur einen einzigen Fehler irgendwie einsieht. Ich meine, du musst mir überlegen, es gibt auch unabhängig von mir, gibt es ja auch schon andere Influencer, die Videos zu ihr gemacht haben. Und anstatt, dass man dann irgendwann mal sagt, ja okay, vielleicht gibt es echt ein, zwei Punkte, wo ich Scheiße gelabert habe, gar nicht, null Selbstreflexion oder sonst irgendwas, sondern ständig sind die anderen schuld und ich habe ja gar nichts gemacht und so weiter. Also wie ODs runternehme, hat nichts damit zu tun, dass ich Diskurs verhindern möchte, sondern mit Selbstschutz. Also den Diskurs verhindern tust du in erster Linie, weil du jedem klärenden Gespräch aus dem Weg gegangen bist, das dir angeboten wurde. Was komisch ist, weil hättest uns ja eigentlich nur den richtigen Kontext nennen müssen und alle wären auf deiner Seite, ne? Ja, sorry, habe ich ja vergessen, dass wir alles nur blinde Frauenhasser sind, die auf inhaltliche Argumente deinerseits immer ungefähr so reagieren. You got something right here. Oh, I got you. Oh, there's something on your shoe. Huh? Weil ich auch an dieser Situation gerade wieder einfach vor den Bus geworfen werde und sich die politische Linke völlig darin versagt, sich mit mir zu solidarisieren. Okay, du nimmst die Dinge zum Selbstschutz runter und du wirst mal wieder vor den Bus geworfen? I don't know, it smells a little bit like Opfer. Hey, jetzt weiß man, wo er wohnt. Rolle. Also Moment mal. Ja, es ist halt, die weißt du, ich verstehe das so nicht. Also in ihrer Welt ist es so, wenn man irgendwie so eine ähnliche Meinung hat, also so eine ähnliche Grundmeinung, wenn jetzt zum Beispiel zwei Leute links sind, da muss man immer komplett reingehen und sie komplett verteidigen, ansonsten ist es vom Bus werfen. So, das ist halt so realitätsfern. Ich weiß nicht, Digga, irgendwie tut die mir leid, sag ich euch ganz ehrlich. Ich gebe wirklich mein Bestes, mich irgendwie in Shoyoka hineinzuversetzen. Ich verbrenne täglich Kopien von Hogwarts Legacy und trage über mein Pullover im Winter Zwangsjacke, aber ich kann sie trotzdem nicht verstehen. Ich bin eine Frau. Wenn du als linksradikale Person wie Shoyoka von rechten Vollpfosten Kontra bekommst, machst du alles richtig. Herzlichen Glückwunsch, bist auf einem guten Weg. Aber wenn linke Leute, linksradikale Leute und die politische Mitte, und ja, jetzt werden wieder Leute kommen und sagen, politische Mitte gibt es nicht und ich habe mir gerade in die Hosen geschissen, alle zusammen gegen deine Aussagen schießen, dann ist es vielleicht langsam der Zeitpunkt, dich zu reflektieren, anstatt Solidarität zu fordern und komm endlich raus aus dem... Nein, Shoyoka ist perfekt eigentlich, ne? Es ist halt einfach eine Hasskampagne, weil sie halt eine Frau ist, so. Sie ist zwar irgendwie die einzige Frau, die eine Hasskampagne abbekommt, obwohl es halt auch tausend andere Frauen gibt, aber nein, das liegt nur daran. Übertriebene Opferrolle, bitte. Wirklich nette Jungs.
Es tut mir im Herzen gut, ein paar absolute Volltrottel wie diese beiden übers Ohr zu hauen. Ich wäre natürlich nicht Samariter und Held Jay Riddle mit seinen ehrevollen Spatiaten, wenn wir ihr bei ihrem Lebensziel, konsequent unerfolgreich zu sein, nicht unter die Arme greifen würden. Ich würde vorschlagen, dass wir paar Titel im Kollektiv sammeln, welche auf einem Level wie Ist Vegan recht sind, damit Shoyoka die Ideen in den kommenden Monaten nicht ausgehen. Wahrscheinlich stehen einige meiner Anstöße eh schon in ihrem Notizbuch, aber meine Vorschläge für Folgeartikel zu Ist Vegan rechts wären: Erstens, ist man ein Faschist, wenn man morgens zum Bäcker geht? Zweitens, Hitler und Stalin based? Fragezeichen. Oder drittens und mein persönlicher Favorit, war der Reichstagsbrand eigentlich links? Tun wir als Community was Gutes und sammeln für Shoyoka. Schreibt euren besten Titel in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu bewerten und die Glocke zu aktivieren. Des Weiteren möchte ich ein Statement zu meinen Witzen über Asiaten im vorherigen Video abgeben. Nein, Spaß, hat sich original keine einzige Person beschwert, dass ich paar dreiste Vorurteile in den Raum gestellt habe. Böse zu sein macht mich glücklich. Was bist du für ein Arschloch? Bin stolz auf uns, dass wir alle checken, dass diese Videos vor allem spaßig gemeint sind. Alle Menschen sind gleich viel wert. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich kann da, also ich freue mich schon auf den nächsten Artikel einfach von ihr. Ich weiß ehrlich gar nicht, was ich noch großartig zu Shoyoka sagen soll. Shoyoka Wiener Zeitung, mal gucken, einmal im Monat hat er gesagt, ne? Mal gucken, wann kam denn der letzte Artikel, sieht man das? Wie lange das her ist, wann kam der? 21.10. Oh, Jungs, Mensch, das sind ja nur noch 3 Tage. Und dann habe ich wieder Content, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Da freue ich mich drüber, meine Freunde, da habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Ja, gucken. Ja. Und es gibt nun mal Vorteile, über die man sich ein bisschen lustig machen kann, ohne dass sich irgendwer diskriminiert fühlen muss. Aber come on, hatte echt gehofft, dass ich zumindest ein Social Justice Warrior finde, der sich beschwert, hatte mir schon lustige Konto ausgedacht, dass ich nichts gegen Asiaten haben kann, weil ich schon seit der Grundschule mit Julian Bam befreundet bin und hätte dann diesen Clip als Beweis gebracht. Ich muss auf Toilette. Komm schon! Mach Mathe! Außerdem habt ihr mich um ein Status-Update gegeben, wie es mit der Liebe meines Lebens Sascha läuft. Und nachdem ihr mir unter dem letzten Video eure besten Anmachsprüche geschrieben habt, hatten wir im Twitch-Stream den besten ausgewählt. Bro, du bist eine Legende, du musst doch übrigens 1000 Weiber haben. Melde dich bei mir, du bekommst einen Gutschein, Junge. Habe sie damit angeschrieben und ihre Antwort kommt am Ende des Videos. Hey, und hört bitte auf, mir einzureden, dass wir nicht zusammenpassen. Aber sie ist so belesen und du bist so athletisch veranlagt. Ich weiß. Kapitel 2. Shoyoka, die Zerstörerin, die nie zerstört. Es fällt langsam auf, dass immer das komplette Gegenteil passiert von dem, was sie eigentlich möchte. Es scheint so, als wollte sie Skyros mit ihren Tweets zu einem Faschisten machen und wie vorhin... Nein, die wollte doch nur aufklären über sexualisierte Gewalt gegen Frauen, hä? Als ob sie das irgendwie eine persönliche Fehde gewesen ist. Das kann ich ja gar nicht vorstellen. Der Belästigung auf der Gamescom bezichtigen. Dieser ist den ganzen Anschuldigungen aber nicht nur meisterhaft ausgewichen. Also ich denke, und das meine ich auch nicht bösartig, dass sie psychisch echt ein Problem hat. Ja, sie hat ja auch Borderline und Depression, das weiß man ja auch, aber ich meine, das weiß ich nicht, das Ding ist, ich finde jetzt nicht, dass das eine Entschuldigung für schlechtes Verhalten ist, sondern ihr ist es ja auch bewusst, sie war ja auch in Therapie und dann muss sie sich halt, auch wenn das jetzt irgendwie halt hart klingt, muss sie sich halt Hilfe suchen, ne? Also sie zieht zum Beispiel Vegansein in den Dreck, weil alleine der Titel des Vegansein rechts ist schon absolut dämlich, dann stellt sie sich dauernd in die Opferrolle, so greift dann quasi die Linken an, weil sie sich nicht für Shoyoka einsetzen, obwohl sie Müll geschrieben hat und sie das auch nicht einsieht. So, der zu kein Front, tut mir auch leid, wenn sie diese Probleme hat, ne, das will ich jetzt gar nicht runterspielen, aber trotzdem muss sie halt anfangen, sich entweder selbst zu reflektieren oder wenn sie das halt nicht kann, muss sie sich halt echt überlegen, sich vielleicht, weiß ich nicht, eine andere Karriere zu suchen oder zumindest was anderes zu machen, dann soll sie Spiele spielen oder so. Na, aber sie kann halt nicht die ganze Zeit Mülltakes bringen und dann einfach sagen, also sagt sie ja nicht, ne, aber so, dann kann man halt nicht sagen, ja gut, ihr geht's halt nicht gut, deswegen müssen wir sie jetzt mit Zuckerwatte einpacken oder mit was man Leute einpackt. Ich bin eine Frau. Nein, er ging auch als großer Gewinner raus, hat deutlich mehr Twitch-Zuschauer als vorher und auch sein YouTube-Channel hat einen riesen Boom. Genau dasselbe bei KuchenTV. Bei dem lief gerade relativ schlecht, bis Shoyoka selbstlos den ganzen Hate aufgesaugt hat, wie ein Plus-Size-Model den verschütteten Milchshake. Ja, und jetzt ist das Arschloch wieder im Hype und sogar Monte reagiert auf ihn.
Könnte also durchaus... Es ist wirklich so, Digga. Was würde ich machen ohne Monte und Shoyoka, ehrlich? Also das ist halt, wir sollten echt so eine Dreiecksbeziehung starten. Sagen, Shoyoka ist wie Robin Hood. Sie nimmt den Hate von den anderen und gab sie der Woke-Bubble, ja, und sich selber natürlich. Eine tolle Frau, könnte man sagen, wenn sie nicht ständig mit unangenehmen Kommentaren auffallen würde. Moment, verstehe ich das gerade richtig? Das 9-Euro-Ticket wird genutzt und darüber beschweren sich gerade massig Leute? Ist das euer Ernst? Oh nein. Oh, das Video muss fertig werden. Bezahlbare, klimafreundliche, regionale Mobilität. Alarm! Wir könnten hier noch was Gutes für die Erde tun. Um erstmal deine Frage zu beantworten. Nein, du verstehst so gut wie nie irgendwas richtig und das ist dieses Mal auch keine Ausnahme. Die Leute beschweren sich nicht, dass das 9-Euro-Ticket genutzt wurde. Die beschweren sich darüber, dass die Infrastruktur unserer Züge teils so desaströs ist, dass man zu Stoßzeiten in den Sommerferien kaum Luft bekommt, so voll sind die Züge. Bei mir in der Nähe macht die Deutsche Bahn richtig Unfug. Das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, wie der Parabelritter sagen würde. Aber ein Freund von mir hat letztlich erzählt, dass 2 Züge ohne Schienenersatzverkehr auf seiner Route hintereinander ausgefallen sind. Und der Zug, der danach kam, hatte nur einen Waggon, sodass nicht mal alle, die gewartet haben, überhaupt reingepasst haben. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber für ein Land, das sich Klimafreundlichkeit auf die Fahne geschrieben hat, ist die Infrastruktur meilenweit hinter... Ja, dazu hat Simplicissimus, glaube ich, auch schon mal ein gutes Video gemacht. Also unsere Bahn ist einfach bis zum geht nicht mehr kaputt gespart worden. Ich verstehe es halt auch Real Talk nicht. Warum ist die Deutsche Bahn eine Aktiengesellschaft? Also vielleicht kann mir das jemand erklären, aber eigentlich sollte das halt einfach, also ist ja trotzdem verstaatlicht, aber so da sollte es nicht um Gewinne oder sowas gehen, sondern einfach darum, dass vernünftig die Leute von A nach B fahren. Also das ist ja auch ein riesiger Schaden, der entsteht, dadurch, dass Züge ausfallen, Leute kommen nicht zur Arbeit, Leute können ihre Termine nicht wahrnehmen. Das ist ja auch ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, der da entsteht, wenn dauernd irgendwelche Züge ausfallen und Leute kommen dann zu spät zur Arbeit oder können gar nicht zur Arbeit. So, ich verstehe es nicht, Digga. Es macht, egal wie ich darüber denke, es macht für mich einfach gar keinen Sinn. Dann wird halt logischerweise, wenn es Aktiengesellschaft ist, wird kaputt gespart, Digga. So viel Gewinn wie möglich, so viel Ausgaben wie möglich. Das ist wirklich, das musst du dir mal überlegen. Das ist okay für alle, anscheinend. Das war okay. Anderen Ländern und teils unzumutbar und das kann man durchaus kritisieren. Stattdessen macht sie halt lieber das Narrativ auf, dass Leute die Klima... Also ich war zum Beispiel auch nie wieder Bahn. Also außer ich muss jetzt irgendwie mal, keine Ahnung. Ich muss halt Bahn fahren. Ich finde das zu anstrengend, Alter. Ich hab mir mal, ich glaube. Also wo fange ich an, Digga? Eigentlich jedes Mal, wenn ich Bahn fahre, jedes Mal. Selbst wenn ich einfach nur von A nach B fahre ohne Umsteigen, ist mir ja schon zu stressig. Aber als ich mein erstes Auto abgeholt habe, das war 2016, bin ich losgefahren. Dann irgendwie in Hannover musste ich umsteigen, der Zug ist ausgefallen, da musste ich halt den nächsten Zug nehmen. So, dann, keine Ahnung, bin ich da musste ich irgendwie nochmal umsteigen und ich hatte so viel Verspätung, dass ich meinen Anschlusszug eigentlich nicht bekommen konnte, aber der Anschlusszug hatte auch so viel Verspätung, dass ich dann trotzdem mit dem fahren konnte. Es ist wirklich, also... Freundlichkeit stört. Gott sei Dank ist die selbstständig. Stell dich mal vor, die würde einen normalen Beruf ausüben, wie zum Beispiel Feuerwehrmann. Sie würde nicht nur alles falsch verstehen, sondern auch alles falsch machen. Tut mir leid, erster Tag, ich lerne noch. Das letzte Mal, als ich einen fremden Mann auf der Straße geantwortet habe, wollte er, dass ich mit ins Auto steige und mit zu ihm fahre. Ich habe abgelehnt, also ist er mir 3 Straßen lang im Schritttempo nachgefahren und hat mich durch das Fenster als hässliche Hure beschimpft. Ich möchte mich zuerst mal distanzieren, dass ich auf diese Art und Weise beschimpft wurde. Das geht gar nicht. Mir persönlich wären nämlich deutlich mehr Adjektive von dem Nomen eingefallen. Nein, Spaß beiseite. Schauen wir uns doch mal den Tweet spaßeshalber wortwörtlich an. Also, die Durchschnittsstraße in Deutschland geht über mehrere hunderte Meter, meist Kilometer. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es kleine Straßen sind von 150 bis 200 Meter Länge. Mal 3 wären das circa 500 Meter. Das sind zu Fuß 7 bis 10 Minuten, für Shoyoka wahrscheinlich 15, weil sie in ihrer Wichtigkeit als Frauenrechtsaktivistin nebenbei natürlich eine ganze Community mitcarried auf ihren Rücken. Aber wir gehen einfach mal fairerweise von 7 Minuten aus. Stellt euch mal vor, wie realistisch es ist, dass ein Typ 7 Minuten im Schritttempo neben Shoyoka hinterherfährt und sie durchgängig beschimpft, weil er einen Korb bekommen hat. Weiß ich, es gibt schon Idioten so, ne, weiß ich nicht, ja, also natürlich mit der ganzen Vorgeschichte von Shoyoka, wie sie sich immer in die Opferrolle stellt und so, aber das finde ich, ja, das ist ein schwieriger Take irgendwie so ein bisschen, ne, man weiß es nicht, es gibt solche Idioten bestimmt, ne, aber ja, 7 Minuten, weiß ich nicht, also das Ding ist halt, ich als Mann kann es halt nicht nachvollziehen, ne, also wenn ich, zu jemandem sage, ich steige nicht ein, da werde ich meistens zusammengeschlagen und blutend in der Ecke liegen gelassen. So, da fährt mir ja keiner hinterher, sondern hoffentlich fährt mich irgendwer ins Krankenhaus. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich solche Idioten gibt, die dann minutenlang hinterherfahren, ne?
Es gibt sicherlich viel, was man an Shoyoka beschimpfen könnte, aber 7 Minuten ist echt eine Glanzleistung. Der Typ muss eine Mischung aus Julians Blog. Ich meine, vielleicht waren es auch keine 7, vielleicht waren es 5 Minuten oder so, ne? Goethe und Klaus Kinski gewesen sein. Dumme Sause! Frauen sind wie Hunde. Frauen, die anderen Frauen bei sexueller Belästigung in den Rücken fallen, sind einfach der Bodensatz unserer Gesellschaft. Gibt kaum was Ekelhafteres. Dieses Schubladendenken geht mir mittlerweile so auf die Nerven. Warum soll eine Frau einer anderen Frau glauben, nur weil sie eine Frau ist? Es gibt gute Frauen, schlechte Frauen, gute Männer und schlechte Männer, gute Hunde, schlechte Hunde, gute Zeit, schlechte Zeiten. Sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Sind Frauen jetzt in der Kollektivschuld, dir zuzustimmen, weil du eine Frau bist? Das ist doch sehr, sehr kontextabhängig. Und was soll in den Rücken fallen überhaupt bedeuten? Es gab ja bestimmt durchaus Frauen, die hatten dich ja nach Beweisen gefragt für deine Anschuldigung gegen Skiros, welche du halt nicht geliefert hast. War das schon in den Rücken fallen? Fragezeichen. Aber ey, nicht nur, dass du keine Beweise... Ja, ich weiß nicht, ob sie es war. Nee, ich glaube, Freiraumreh war das, ne? Die sich auch bei Honeypudern beschwert hat. So, wie kannst du hier hinter denen stehen und nicht hinter uns? Du bist doch eine Frau. Beweise geliefert hast? Nein. Finde ich absolut ekelhaft, alleine Honeypoo einfach Frau zu nennen. So, du weißt doch gar nicht, als was sie sich identifizieren. Nein, es hat sich auch bis heute keine der Frauen gemeldet, welche angeblich auch noch belästigt wurden. Das zusammen mit den Videoaufnahmen von Skiros, welche ein Treffen von euch beiden auf der besagten Gamescom zeigt, werfen halt kein gutes Licht auf deine Glaubwürdigkeit. Und sind die Frauen, die kann man so dreist in den Ausschnitt filmen, Alter. Zu Recht etwas misstrauisch sind, jetzt für dich der Bodensatz der Gesellschaft? Es tut mir leid, aber zumindest in der Öffentlichkeit hat dein Standpunkt weder Hand und Fuß und deine Argumente sahen circa so aus. Etwa eine Anschuldigung sein? Ja, so wie ich das sehe, gibt's 3 Möglichkeiten. Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Und drittens, du warst es! Bevor ich heute nicht nur ein Fazit ziehe, sondern 2, möchte ich erwähnt haben, dass die Videos auf Jay Riddle ziemlich aufwendig sind, sodass nur alle 1 bis 2 Wochen ein neues Video kommt. Wenn es etwas mehr sein darf und ihr auf ungeschnittene Reaction steht, gerne mal bei JJ Riddle vorbeischauen. Ja, unterstütze ihn auf jeden Fall. Also ich versuche immer noch, dass er vollständig YouTube macht, weil dann kann er nämlich hier mit mir aktiv im Büro arbeiten und dann, haben wir schon gesagt, würden wir auf jeden Fall einen Gaming-Kanal machen und ich hätte richtig Bock eigentlich mit Jay, kann ich es mir auch vorstellen, dass wir so Hilf mir in echt drehen. Also ich wollte mir so Hilf mir Parodien drehen. Ich glaube, wir könnten da echt so oder so eine YouTuber-WG oder so mit Shoyoka Kuchen TV und so, dann, dass man so diese Charaktere hat, sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, wir könnten so viel machen, aber dafür müsst ihr halt durchziehen. Ne? Die Stimmung ist herrlich toxisch, wir machen uns fast täglich über die Woke-Bubble lustig und verbreiten Händchen haltend das Chaos. Aber läuft auch gut der Kanal eigentlich, ne? Mein Fazit wäre, dass ihr ihre Bubble von Ja-Sager nicht gut tut. Ihr Verhalten zu reflektieren und den ein oder anderen Fehler einzusehen, wäre ein guter Weg, ihren Hatern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Stattdessen kann ich mir richtig gut vorstellen, wie sie mit ihren Freunden auf der Couch sitzt, sich gegenseitig noch in ihren Wahnsinn bekräftigt und sich von Freiraumreh zum nächsten dummen Take ermutigen lässt. Ja. Hier sehen wir Freiraumreh, wie sie Anweisungen gibt, kurz bevor Shoyoka komplett reinscheißt. Hier, sie ermutigt sie nochmal ein bisschen. You need to have your heels hitting this wall. Und mein zweites Fazit ist, wenn sie nicht gestorben. Ja, das habe ich ja schon öfter gesagt, ne? Wenn du dich halt nur mit Ja-Sagern umgibst, dann pushst du halt, also die Meinung von beiden pusht sich ja einfach gegenseitig. Und das ist halt, also logischerweise nicht gut. So, ne? Du hast dann ja gar nicht mehr so diese Gegenmeinung, dass mal wirklich über Punkte diskutiert wird, sondern du sagst irgendwas, ja. Du sagst irgendwas, ja. Und immer so weiter, das pusht sich ja auch einfach hoch. Und das merkt man bei Shoyoka auf jeden Fall schon krass, dass sie halt überhaupt nicht mit Kritik umgehen kann, ne? Dann ist sie noch heute die Merkwürdige im Dorf. Oh, eine Antwort! Sascha hat geantwortet! Oh Gott! Verpiss dich, du Hurensohn! Ich habe auch richtig Bock auf Karaoke, aber ich singe genauso schlecht wie der, ne? Johnny, danke schön für den Prime Sub.